Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Timmermans, das Jahr 2019, das ist das Jahr der Klimabewegung. Überall auf der Welt haben sich die Menschen erhoben gegen die Zerstörung unseres Planeten. Und wir im Haus hier, wir haben die Climate Emergency ausgerufen. Und ausgerechnet in diesem Jahr, da scheitert die Klimakonferenz. Was für eine Blamage. Aber viele Menschen, die sind schon einen Schritt weiter. Die entwickeln die Technik der dekarbonisierten Welt von morgen. Die gehen freitags für das Klima auf die Straße und die warten auf die schwerfällige Politik. Und im nächsten Jahr muss die Politik nachziehen. Das bedeutet für Sie, Herr Timmermans, Anfang des Jahres zu sagen, wie viel Klimaambition Sie wirklich wollen. Das bedeutet, ein echtes Klimaschutzgesetz vorzulegen, sodass die nächste Klimakonferenz in einem Jahr in Glasgow ein Erfolg wird. Im Jahr 2020 geht es für das Klima um alles. Herr Timmermans, enttäuschen Sie die Menschen in diesem Klimajahr 2020 nicht.